Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Podcast-Folge erkläre ich nochmal den Framing-Effekt in unter 5 Minuten. Let's go! Der Framing-Effekt bedeutet konkret, dass unterschiedliche Formulierungen mit gleichem Inhalt verschiedene Auswirkungen auf das Verhalten von einem Empfänger haben. Online wie offline, also konkret bedeutet es, dass eben Informationen je nach Realitätswahrnehmung unterschiedlich beim Adressaten ankommen. Ja, also das klassische Beispiel, was ich schon öfter auch erwähnt habe in anderen Podcast-Folgen, die ich dir im Übrigen in der Beschreibung verlinken werde, oder du checkst direkt auch meine Playlist NLP, also neurolinguistisches Programmieren. Ja, wenn der Arzt zu jemandem sagt, sie werden jetzt operiert und ihre Überlebenschance nach der OP liegt bei 60%. Und dann kriegt jemand anderes dieselbe OP und zu der Person sagt er, die Chance, dass sie nach der OP gestorben sind oder eben sterben werden, liegt bei 40%. Ja, inhaltlich ist es korrekt, ja. Du hast es beide Male auf 100% runtergebrochen, also 60% auf der einen Seite, 40% auf der anderen. Aber es wurde eben jeweils von einer anderen Perspektive heraus formuliert, also einmal mit dem Fokus oder Schwerpunkt auf dem Überleben nach der OP und einmal mit dem Fokus und Schwerpunkt auf dem Sterben. Der Inhalt ist derselbe, aber durch die Wortwahl ist die Gewichtung sozusagen eben mehr auf dem Leben oder auf dem Sterben. Und das kann auch dazu führen, dass dann eben jemand sagt, nein, also dann möchte ich die Operation nicht. Oder jemand sagt, okay, dann wagen wir diese Operation, obwohl es inhaltlich ja dasselbe ist. Und so kannst du dir das ganze Leben vorstellen. Sämtliche Dialoge, sämtliche Kommunikation basiert auf Framing. Und das funktioniert eben unbewusst, aber auch bewusst. Also wenn jemand dich zum Beispiel manipulieren möchte, kann die Person eine bestimmte Wortwahl verwenden, um dich in eine Ecke zu bringen oder in eine bestimmte Richtung gedanklich zu bewegen, damit du eben das tust, was sie möchte. Aber sie sagt das zum Beispiel nicht direkt, sondern sie möchte eben durch die Wortwahl dich selber dazu bringen, dass du das selber von dir aus tust, aber du tust es gar nicht von dir aus, sondern du wirst sozusagen gelenkt oder eben beeinflusst, manipuliert. Framing, wie gesagt, aber oft auch unterbewusst, also zum Beispiel findet das statt durch Übertreibungen, durch das Weglassen oder Dazudichten von Informationen, durch etwas medial aufbauschen, ja, also wir kriegen das ja oft mit, dass etwas komplett übertrieben wird und dann stellt sich später raus, so krass war der Skandal nicht oder es war überhaupt gar kein Skandal, ja, oder da wurde irgendwas erfunden oder Informationen wurden weggelassen, es wurde nur die Wirkung gezeigt, nicht die Ursache und so weiter und so fort und letztlich damit einhergehend auch heutzutage oft polarisierende Bilder statt eben eine sachliche Berichterstattung. Natürlich leben wir in einer Welt voller intransparenter Kausalketten und man kann jetzt nicht immer zurück zu Adam und Eva, weil man ja irgendwo doch einen Cut machen muss. Aber die Frage ist eben auch wieder, wer bestimmt diesen Cut? Denn das ist ja auch wieder eine Frage des Framings, weil jede Ursache hat wieder eine Wirkung hinter sich und so weiter und so fort. Also die Kausalketten ewig lang und das eben auf politischer, auf wirtschaftlicher, auf, ja, sämtlicher Ebene, die du dir vorstellen kannst, beruflich wie privat und letztlich ist alles eine Frage des Framings. Es gibt nicht die Guten und die Bösen. Wer schwarz-weiß denkt, wer in Gut und Böse denkt, der denkt naiv. Es gibt letztlich nur Interessen. Moral ist ein Konstrukt. Diese Podcast-Folge verlinke ich dir auch in der Beschreibung. Und du kannst dir prinzipiell für dich und deinen beruflichen wie privaten Alltag für deinen Work-Life-Flow überlegen, welche Wortwahl wird mir gegenüber verwendet, beruflich wie privat? Welche Interessen stecken dahinter? Und wie könnte man das Ganze auch noch anders formulieren? Und in welche Richtung würde ich dann eventuell denken und handeln? Und natürlich auch bezogen auf deine eigene Wortwahl. Wie formulierst du Dinge? Wie sprichst du? Welche Kommunikation wählst du? In welchem Kontext bist du dir dessen überhaupt bewusst? Es gibt auch verschiedenste Ebenen. Auch hierzu habe ich einiges hier hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal. Das verlinke ich dir auch in der Beschreibung. Oder wie gesagt, checkst meine Playlist NLP, weil ich denke eben, Sprache ist der Schlüssel zur Welt und geht auch oft einher eben mit einer starken Identität. Wir wissen alle, die Muttersprache ist das, was uns mit am meisten prägt und in diesem Sinne verabschiede ich mich ganz ohne Framing-Effekt, ganz neutral mit Keep it in Villa. Ciao.